Morgen, Simson und Freunde. Ich freue mich, dass ihr wieder auf meinem Kanal eingeschaltet habt. Heute dachte ich mir mal, ich nehme euch mit in diese geile Entwicklungsarbeit, die ich hier gerade machen muss und lasse euch da einfach mal teilhaben. Wir reden heute hier, wie ihr schon seht, über ein Motorengehäuse, welches wir halt aktuell entwickeln und immer noch dabei sind. Wir sind noch längst nicht am Ziel, am Ende, ne? Hier seht ihr einfach mal, wie wir angefangen haben. Das war eines der ersten Musterteile, die wir hatten. Hier seht ihr noch, dass wir hier leider noch Probleme hatten, weil das Aluminium nicht ausgelaufen ist. Hier ist ein Durchbruch zu sehen. Wir haben beispielsweise hier hinten auch noch Durchbrüche drin, wie ihr hier sehen könnt. Das war eins der anfänglichen Gehäuse. Dann hatten wir auch noch hier Probleme, das sieht man hier glaube ich auch noch, dass man einfach mal so zeigen kann, dass die Kühlrippen, also nicht die Kühlrippen, was sage ich denn, die Verstärkungsstreben, die hier überall drin sind, dass die nicht richtig ausgelaufen sind. Welche Ursache hat es? Das ist immer, wenn es halt teilweise zu dünn ist. Manchmal sind es Temperaturprobleme oder halt zum Beispiel kann man auch viel mit Radien arbeiten, die man mit an der Gussform ranfräst, um dann halt dafür zu sorgen, dass das Aluminium mehr Platz und mehr, einfach einen größeren Kanal zum Speisen sozusagen hat, des jeweiligen Kanals. Auf jeden Fall, keine Sorge, ich habe schon was viel Besseres hier. Haben wir jetzt, ich glaube, 4 oder 5 Mustergehäuse gegossen. Also ich meine damit jetzt nicht pro, ich sag mal, Gussformstand, sondern wir haben halt dann immer wieder die Gussform geändert. Da sind wir jetzt schon im 4., 5. Mal. Hier habe ich jetzt die Version, die jetzt auch schon wirklich meiner Meinung nach gut ist, wo wir jetzt zu 90% am Ziel sind. Jetzt sind noch so ein paar Zerspannungssachen, die angepasst werden müssen und noch ein paar Kleinigkeiten, die haben wir auch schon besprochen. Ich war gestern ja auch noch mal in der Gießerei gewesen, wo wir uns das angeguckt haben. Wir haben, wie ihr hier seht, jetzt das fertige Motorengehäuse. Ich habe jetzt hier ein paar rote Stellen angemarkert, so mache ich das immer für mich. Da liege ich abends in meinem Bettchen mit einem Edding und marker mir das an, was mir nicht so perfekt gefällt. Jetzt sind alles nur noch optische Sachen. Und ein paar Phasen würde ich noch ein bisschen größer haben, aber sonst sind wir jetzt schon am Ziel. Und jetzt seht ihr hier zum Beispiel, dass hier keine Durchbrüche mehr sind, weil wir es hier ein bisschen dicker gemacht haben. Hier ebenso. Hier oben, das sieht jetzt auch perfekt aus. Und wir haben jetzt wirklich Motorengehäuse, das stellen wir hier bei uns in Brandenburg her. Ich habe hier zum Glück eine Firma dafür begeistern können, da wirklich ganz, ganz doll danke, die mich dabei unterstützen. Für mich war es halt einfach wichtig gewesen, auch für unseren Motorenbau eigene Motorengehäuse zu haben, um halt einfach den Motorenbau schneller und präziser machen zu können. Und dann war es auch einfach ein Jugendtraum, ein eigenes Motorengehäuse zu machen. Ja. Auf jeden Fall glaube ich, dass uns das ganz cool gelungen ist und das zeige ich euch jetzt mal, weil wir haben nämlich technologisch, obwohl ich lasse es mal besser auseinander, war es jetzt anders gewesen. ZT hat ja zum Beispiel auch ein Motorengehäuse am Markt. Das ist auch wirklich gut und kann man auch nur empfehlen. Also das haben wir auch oft verbaut. Ich selber habe es oft verbaut, war ich auch immer sehr zufrieden mit. Also keine Sorge, nicht, dass ihr denkt, wir wollen hier irgendwas haten. Aber es ist so, dass das ZT-Gehäuse auch auf das Gussgehäuse sozusagen aufgebaut wurde und das Gussgehäuse, was man so herkömmlich kennt vom Simson Motor, verbessert wurde. Hier war es jetzt ein bisschen anders bei der Entwicklung, deswegen sieht das Gehäuse auch komplett anders innen aus, als man es kennt. Ja, die Außenform ist natürlich ähnlich, aber die soll ja auch noch nach Simson aussehen, weil wir hierauf aufgebaut haben. Und ich glaube, wenn ich das jetzt mal nebeneinander halte, dann sieht man das auch, denn wir haben, wenn man das jetzt mal so hinlegt, dann sieht man, glaube ich, was ich meine. Wir haben halt hier vom Technikstand her zum Beispiel 2 Kurbelwellenlager auf der linken Seite und in der Lagergasse insgesamt 3. Original sind ja nur 2 insgesamt verbaut. Ja, und wie man hier sieht, ist dieses Gehäuse, das Gussgehäuse, komplett vom Billetgehäuse abgeleitet. Das heißt, ich habe mir halt gedacht, lass uns doch die Sachen, die gut sind am Billetgehäuse, das ist die Massivität, die Stärke, lass uns das übernehmen. Man sieht eigentlich hier jetzt auch die Rippen. Man sieht jetzt, dass wir hier die Lagersitze beide miteinander verbunden haben, wie wir es auch beim Billetgehäuse hier gemacht hatten. Man sieht hier unten die Strebe, findet sich hier wieder. Die Strebe findet sich hier wieder. Das heißt, wir haben wirklich einmal das Billetgehäuse einfach als Gussgehäuse gemacht und dann halt aber nicht als MTX jetzt oder so, sondern halt mit einer großen Fußdichtfläche, so wie wir es hier schon damals hatten, für S51-Zylinder. Das heißt, man kann sich das dann aufspindeln und kann sich das für alle möglichen Einsatzzwecke verwenden. Und man sieht, ja, ich glaube, man sieht es, oder? Worauf das ausbaut. Hier, das mit den Kühlrippen war halt leider nicht gießbar, sonst hätte ich es wahrscheinlich auch wieder mit dran gemacht, wie wir es hier am Billetgehäuse haben. Aber es soll ja halt auch bezahlbar sein und es soll halt einfach für jeden normalen Motor vernünftig verwendbar sein.
Ja, was zum Beispiel ja hier auch jetzt umgesetzt ist, was mir zum Beispiel auch bei dem ZT-Gehäuse gefehlt hat, das ist aber halt einfach eine Geschmackssache, es ist eine Arretierung für die Wellendichtringe, weil gerade bei größeren Motoren natürlich die Drücke auch größer werden, beziehungsweise die Druckunterschiede. Und ich persönlich es einfach gut finde, wenn man da die Wellendichtringe über eine Sprengringnut mit einem großen Sprengring halt einfach sichert, ne? So wie wir es auch bei allen Billet-Gehäusen machen. Und was halt einfach super funktioniert, jetzt kein Geld groß kostet, wenn man dann Ringnut einfräst und halt dafür sorgt, dass es halt hält. Viele Sachen sind jetzt auch zum normalen Standardgehäuse anders, dass man hier gleich ein Getriebe auch mit zweiten Gang nehmen kann als ersten Gang, ne? Oder halt auch einen langen ersten Gang, ohne hier was umfräsen zu müssen, dass wir hier gleich eine Tasche eingefräst haben, die groß genug ist. Wir haben zum Beispiel uns auch in dem Gehäuse mit der Ölführung von links nach rechts ein bisschen beschäftigt. Die haben wir hier auch ein bisschen größer gemacht. Ja, dann kann man hier halt ein breites Kupplungswellenlager fahren, man kann aber auch ein schmales Kupplungswellenlager fahren. So ist es übrigens auch mit der Kurbelwelle und auch der Lagergasse für die Kurbelwelle hier. Du kannst einfach auch ganz normal mit zwei Kurbelwellenlagern fahren, genauso wie Serie ist, das kann man sich halt aussuchen. Dann haben wir hier auch wieder, das sieht man zum Beispiel, warte mal, hier auf der Seite ganz gut. Haben halt erstmal hier hinten richtig Material geschaffen, ne, sodass man wirklich richtig sich große Zylinder fräsen kann. Hier seht ihr noch rot gemarkert, weil wir hier immer noch Gusslunkerchen drin haben. Da haben wir aber auch schon was an der Entlüftung jetzt geändert. Das Problem ist jetzt schon beseitigt. Und hier seht ihr im Prinzip diesen Kanal, den wir hier mit eingegossen haben, beziehungsweise das Material, um dann halt hier, so wie es auch beim Billetgehäuse ist, die Schmiernuten für die Wellendichtringe zu schaffen. Ja, kennt man vielleicht von Motocross-Maschinen oder bei Kartmotoren, das ist eigentlich immer gang und gäbe, bei Simson-Motoren serienmäßig nicht, aber da ist es halt auch, ist halt für 3 PS und 6000 Umdrehungen ausgelegt, da hält es natürlich auch, oder da ist es auch links nicht erforderlich. Das Einzige, was wir hier jetzt nicht umgesetzt haben, was wir jedoch bei den Billetgehäusen haben, ist halt noch die O-Ring-Abdichtung, dass wir im Prinzip die Mitteldichtung ersetzt haben durch eine O-Ring-Nut, aber das wäre jetzt in der Serie hier einfach preislich zu teuer, muss man einfach mal sagen, ne? Weil die Maschine da ewig eine Nut einfräsen muss, ist halt ein bisschen Luxus, deswegen, das kann man hier machen. Hier bezahlen es die Kunden, hier jetzt sozusagen nicht. Ja, was ich auch richtig geil als Gimmick finde, worüber ich mich sehr gefreut habe, dass wir das hier mit einarbeiten konnten. Siehst du das PZ mit Made in East Germany, muss man betonen, ja. Nee, da sind wir wirklich ein bisschen stolz drauf, dass das ja wirklich aus dem beschaulichen Brandenburg kommt und halt einfach wirklich an einem traditionellen Standort irgendwie gegossen wird. Das ist jedes Mal ein Museum, ja. Gut. Jetzt habt ihr erstmal das Motorengehäuse an sich gesehen. Das Gehäuse wurde jetzt hier zum Beispiel vor der CNC-Bearbeitung Glasperlen gestrahlt. Deswegen ist das jetzt hier ein bisschen matter. Da sind wir jetzt gerade auch noch so ein bisschen bei, die richtige, ich sag mal, Außenfarbe zu finden. Wir sind am Überlegen, das vielleicht auch gleich zu schleifen. Aber da probieren wir uns jetzt gerade noch so ein bisschen aus. Was hier zum Beispiel halt auch der Fall ist, das hatte ich letztens auch in den Kommentaren gelesen. Wir haben das zum Beispiel so, dass die Gehäuse in Kombination auf der 5-Achs-Maschine bearbeitet werden. Das heißt, erst wird die linke Hälfte gefräst, Spannung 1, dann wird linke Hälfte Spannung 2 gefräst, aber nur die Lagersitze grob vorgefräst. Dann wird im Prinzip die rechte Gehäusehälfte auch genauso vorgefräst, dann werden die zusammengeschraubt und gestiftet. Du hast ja diese Führungspins da drin immer, ne? Dann wird das Gehäuse zusammengeschraubt. Zack. Und wenn es dann zusammengeschraubt ist, so wie es dann auch später verbaut ist, dann gehören die Gehäuse immer zusammen, weil sie in Kombination gespindelt werden. Das heißt, dann wird von hier mit einem großen Spindelkopf auf der Maschine in einer Einheit die Lagergasse gespindelt und dann auch umgeschwenkt und die Planfläche dazu dann halt gefräst. Hat halt einfach den Vorteil, dass du halt wirklich sicher bist, dass die Lagergasse winklig zur Zylinderfußdichtfläche ist. Ja. Ja, hier hinten haben wir die Motoraufnahmepunkte auch noch verstärkt. Hier sind größere Radien dran. Innen drin ist nochmal eine zusätzliche Rippe drin, weil es ja auch manchmal so ist, dass bei Cross-Motoren diese Halter hier hinten abbrechen, wenn die Motoren zu viel Schläge bekommen. Die Fußdichtfläche haben wir auch so gemacht, dass man noch viele weitere schöne Experimente drauf machen kann. Ja, das war mir halt auch wichtig. Ja, ich freue mich darauf. Ich will es jetzt gar nicht so lang machen. Wird auf jeden Fall ein sehr stabiles und sehr massives Gehäuse als Gussgehäuse werden. Wann es in den Shop kommt, werden wir sehen. Es wird alles noch eine Weile dauern. Jetzt geht es auf jeden Fall runter. Jetzt wird das Gehäuse erstmal aufgespindet auf 55 mm Durchmesser, weil wir hier mein 90er Eudel-Zylinder aufbauen wollen. Und da werdet ihr jetzt gleich mitgenommen. Und ihr werdet sehen, wie wir das Gehäuse jetzt hier aufspindeln. Ihr werdet sehen, wie wir den Motor zusammenbauen. Ihr werdet sehen, wie wir den Motor in mein Moped einbauen. Und dann hoffe ich, dass ich heute zum Feierabend 90er Eudel fahren kann.
another cause of tension, of loss of bodily support. In the laboratory, it's measured this way. Well, Dr. Laird, that's really tension. It looks as though she's broken the machine. Schon Film? Ja. Hier ist großes Baustelle. Ja. Hier sind wir auch bald fertig. Kleinen Böscher. Oh. Wir haben hier gerade die Maschine ein bisschen umgestellt. Alle Dudes. Die haben eine Macke. Bäum, hör mal. Jonas, du kleiner Pisser, hast du Öl auf meinen Motor aufgekippt? Auf welchen? Wie, auf welchen? Nee. Wirklich nicht? Ich glaube nicht. Ah, doch, hab ich. Ist im Video. Ist in der Zeitraffer zu sehen. Sicher? Ja, 100%. In der Zeitraffer, wo man nichts erkennt. Also, wenn ihr da nichts seht auf dem Video, könnt ihr euch bei ihm bedanken. Oh, danke, das war cool. Nee, Spaß. Aber da ist 100% die Öl drauf. 100%, ja. Lief der Moment schon jetzt? Wir haben es doch nicht angemacht. Gut, dann seid ihr jetzt live dabei. Dann gehen wir jetzt mal rüber. Wir wollten mich noch kurz abklären. Steck mal Ruf da. Los, steck ihn rein. Mhm. Hier, guck mal, das ist auch die professionellste Auspuffhalterung hier wieder. Ja, Leute, an meinem Moped wird gerade so viel immer rumgebaut, dass hier nichts irgendwie so ganz final ist. Zähl ich aber darüber. Sollte halten. Ja, dann gucken wir mal, ob das Ding jetzt anspringt. Wie es klingt. Ob die Kupplung geht. Erstmal können wir so schon mal gucken. Wichtig ist ja hier immer, dass ihr ein bisschen Spiel im Bautenzug drin habt, so wie es jetzt hier nicht ist. Doch, guck mal jetzt hier. Seht ihr das? Müsst immer ein bisschen Spiel drin haben, dass halt nicht die Druckstangen permanent auf Druck sind. Auch wenn sie Druckstangen heißen. So, Methyl, Schock, Zündung. So, Freunde, schaltet schön, kuppelt schön und klingt schön. Und im nächsten Video zeige ich euch endlich den 90er Oldhead-Zylinder. Ich freue mich. Einschalten. Hab euch lieb.